Focus und Spiegel erzählen, dass Lufthansa nicht mehr Kundenservice orientiert ist. In den letzten beiden Tagen sind da Artikel erschienen. Dann SAS, der schwedische Staat, möchte nicht mehr der Fluggesellschaft finanziell unter die Arme greifen. Und Chrisflyer, Devaluation, 10% weniger und Stopover ist jetzt auch anscheinend Geschichte. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Eure tägliche Dosis an mehr Meilen, mehr Punkten und mehr Status. Deshalb abonniert einfach den Kanal, damit ihr auch keine News mehr aus diesem Bereich verpasst. Macht die Glocke an, denkt dran zu kommentieren und uns ein Like dazulassen. Der Fokus macht mit einer Headline auf, die wie folgt lautet: Teuer Tickets und Lufthansa gefragt, wie nie doch Mitarbeiter an Bord von Angst getrieben. Und dann geht es weiter. Wer sich einen Vielfliegerstatus erflogen hat, beziehungsweise die First Class bucht, erwartet an Bord Luxus und gute Qualität. Die deutsche Fluggesellschaft sieht sich mit massiven Serviceproblemen konfrontiert und kündigt selbst für Horn Circle Mitglieder Sparmaßnahmen an. Ja, Synonym für First Class bei der Lufthansa ist natürlich Kaviar, ist natürlich das Ganze vom Sitz her, aber es ist natürlich auch, und das ist das, was der Spiegel geschrieben hat, nicht mehr so wie früher. Vor allem sind ja auch Kunden aus der First Class davon betroffen. Wenn wir ehrlich sind, war das FCT lange Zeit geschlossen, aber das lag ja auch daran, dass die Auslastung nicht großartig war. Das heißt also, man gar nicht für 25 Leute, und das war die Zahl, die ich mal genannt bekommen habe vom Lufthansa-Konzern, die pro Tag das First Class Terminal besuchen wollen, würden die Öffnung rechtfertigen. Und des Weiteren geht es weiter, dass man halt sagt, dass eine leitende Bodenmitarbeiterin, komischerweise kein Name, man traut sich nicht zu sagen und eine Entscheidung im Sinne der Kunden zu treffen, weil man Konsequenzen befürchten muss. Da wäre es mal schön gewesen, wenn man Ross und Reiter nennt, wenn man da einfach mal sagt, was sind denn die Sachen, die ihr nicht mehr machen könnt. Und immer mehr Leistungen werden von Lufthansa zusammengestrichen. Da wird halt angedroht die Geschichte mit dem Economy Light. Aber das ist ja jetzt auch etwas, was natürlich unangenehm ist, dass der Sitzplatz jetzt Geld kostet, wenn man ihn für 25 Euro plus Summe X, je nachdem welche Strecke das ist, kaufen muss. Aber das gilt selbst für Vielflieger im Status Senator und Horn Circle. Ja, man sagt auch, dass das bei Billigartikeln so ist, dass werden Giveaways wie Gummiquietschenten in den First-Class-Terminals nur noch auf Nachfrage. Ja gut, das war immer auf Nachfrage. Ich weiß nicht, also ich habe da die Quietscheente nicht wirklich so bekommen. Also Gummienten, nicht Gummibärchen. Wie habe ich Gummibärchen gesagt? Nee, Gummienten meinte ich. Gummibärchen gibt es dann nach wie vor immer noch in den Glas-Dingern. Das sind aber keine Gummibärchen drin, sondern da sind Colaflaschen drin und wechselt. Also auch nicht so schlimm. Ist das eurer Meinung nach der Fall? Ist der Horn Circle nur noch ein Hohn? Oder ist es wirklich ein Status, der zu erstreben wert ist? Ich selber habe den Horn Circle ja auch wieder erflogen. Mach mir dazu meine Gedanken, aber dazu wahrscheinlich ein separates Video irgendwann mal, wenn ich da eine Meinung gefunden habe. First Class. Viele von euch sind ja First Class geflogen. Heute ist ja auch im Forum ein Beitrag gewesen, dass jemand meinte, dass er kein First Class Check-in hatte. Ich meine, da bricht einem ja kein Zacken aus der Krone, wenn aus Delhi oder aus Singapur oder weiß der Geier, wo kein First Class Check-in ist. Das ist ja jetzt nicht so dramatisch, muss ich der Ehrlichkeit halber sagen. Dass die Leute natürlich sagen, das ist unangenehm, klar, kann ich verstehen, viel schlimmer finde ich, aber gerade diese Service-Devaluierung am Flughafen wie Berlin, wo man halt Visa-Mitarbeiter hat, oder Swiss, ich meine, es wäre Visa, die da halt einfach nicht, ja, also die auch einfach die Werte des Konzerns nicht mehr wiedergeben. Aber da warte ich einfach auf euer Feedback, auf eure Meinung, ob der Artikel stimmt, ob das etwas ist, was man weiter beleuchten müsste. Und für alle die den Horn Circle gerade erflogen haben, habt ihr das bekommen, was ihr erwartet habt? Aeroflot hat das bekommen, was sie erwartet haben. Und zwar aus Sri Lanka gibt es eine gute Nachricht für Aeroflot, dass der festgesetzte A330, der ja letzte Woche nach Colombo geflogen ist, kann wieder den Flughafen Richtung Moskau verlassen.
Man hatte zwar am 2. Juni den Flieger festgesetzt, ich hatte das ja auch mit der Kette erzählt, aber jetzt ist das so, dass die AerCap, das ist die Leasingfirma, da leider verloren hat. Muss man sagen, es gibt einen Formfehler. Demnach kann der Airbus A330 mit dem Kennzeichen RA73702 von Sri Lanka aus wieder abheben Richtung Russland. Grund für die Richterentscheidung war, dass Aeroflot keine einstweilige Verfügung vorgelegt wurde, die das Abflugverbot für den Langstreckenjet belegt hätte. Ja, ganz genau. Also ein Formfehler. Ist natürlich auch nett, dass man das so einfach klarstellen konnte. Für beide Seiten Gesichtswahn. Natürlich für AerCap doof, dass der Flieger weg ist. Was auch doof ist, ist Scandinavian Airlines Malaysia mit der Knete. Ich hatte das ja gesagt, dass man als schwedischer Staat ja 21, irgendwas an der SAS hält. Die Freunde aus Dänemark haben ebenfalls denselben Anteil. Ich meine, es wären 21,8, also so knapp 22. Und der schwedische Staat hat jetzt gesagt, nee, wir geben kein Geld mehr. Das ist Ente. Und man merkt natürlich, dass Schweden da auch nicht wirklich Lust drauf hat, ehrlicherweise. Warum? Ganz einfach, weil man in die Aviation kein Geld mehr stecken möchte, weil es für die Leute auch durchaus ein Luxusproblem zu sein scheint. Wie seht ihr das? Sagt ihr, dass eine Nation eine Fluggesellschaft haben muss, dass man die braucht? Oder ist das etwas, was für euch im Bereich der Folklore ist? Ich muss ganz einfach sagen, dass natürlich dann die SAS mit der Investorenlösung besser fährt, aber das ist dann mehr aus Verzweiflung, nicht weil man möchte, sondern weil man muss. Und man hatte umgerechnet 910 Millionen wäre geil, ne? In Aktien, die man, also damit auch die Anteile halt einfach verwässert. Und der Staat möchte das einfach unterstützen und ist gut. Und diese Investorenlösung von der Dagens Industrie, das ist die Zeitung, die das gesagt hat, wird wohl präferiert. Schade, dass die Schweden kein Geld reinstecken. Ich persönlich finde es immer schade, wenn Fluggesellschaften dadurch dann halt Probleme bekommen. Mal sehen, wie die Dänen reagieren. Die sind ja etwas kleiner. Wer auch etwas kleiner ist, ist Airbus und Boeing in Anführungsstrichen. Warum? Ganz einfach. Es geht da um Cent-Artikel. Das heißt also, es gibt Artikel, die man zum Flugzeug bauen braucht, aber man hat eine Zwangspause gehabt. Eine 737 MAX zum Beispiel konnte nicht weiter produziert werden, abgesehen davon, dass einige vorne auf der Flight stehen und nicht abheben konnten. Es ist so, dass man halt ein Teil, was in Asien produziert wird, aufgrund der Lieferunterbrechung in Asien halt nicht ins On-Time geliefert werden konnte. Man hat zwar mehr davon jetzt am Band und dass man da halt dann nicht einfach stoppen muss, aber das ist das Problem. Auch ein anderes Thema ist russisches Titan. Boeing hat gesagt, wir nehmen kein russisches Titan mehr. Airbus hat gesagt, wir sind da immer noch dabei. Und man hat zwar bei Airbus die Lagerbestände erhöht, aber ohne Titan geht es im Flugzeugbau ja dann wirklich nicht. Das sind halt die Sachen. Mal sehen, wie solche fehlenden Cent-Teile sich auf die Produktion dann auflösen oder auflösen lassen, wenn die fehlen. Weil man kann ja nicht eben in den Baumarkt fahren. Nicht so wie bei der 787, als er das erste Mal ausgerollt ist. Das fällt mir gerade so ein. Da hat man die ja auch mit irgendwie Home Depot oder Löw's oder wie die heißen, zusammengetackert und gezimmert und ist rausgezogen worden und sah aus der Kamera aus, als ob es ein ordentlicher Flieger ist. Also wir sehen, dass die weltweiten Lieferketten immer noch ein Problem sind. Ein Problem, was wir auch weiter sehen, das ist bei meinem Programm die Devaluation oder bei Lufthansa wird man das Enhancement nennen. Singapore Airlines hat jetzt etwas bekannt gegeben, dass man Kris Flyer die 10% Award Devaluierung vornimmt und dass man auch die bezahlte Stopover-Regelung wegnimmt. Der Brief, der gekommen ist, ist so gewesen. Sie sagen, wir haben uns das Programm angeschaut und wir werden da so ein paar Sachen ändern, wie viel Meilen man braucht, wie viele Punkte man braucht. Und die werden ab 5. Juli wird das Ganze in Kraft treten. Was ist geändert worden? Man hat die Award und die Upgrade Level, also die Punkte, die man braucht, um damit abzugraden, im Schnitt um 10% erhöht. Ich schätze mal, dass es durchgängig ist. Dann betrifft das natürlich Flüge mit Singapore Airlines selber, logischerweise. Auch bei Starlines Carrier fällt das Ganze natürlich dann auch ins Gewicht
Und dann gibt es natürlich noch andere Partnerfluggesellschaften, da gilt das natürlich auch. Dann gibt es dieses Stop Offer, Individual Redemption Booking Ticketed After 1st of August. Kann man auch nur noch maximal 30 Tage machen. Diese Complimentary, also diese freiwillig gegebenen Stopover, die 30 Tage werden genau wie die bezahlte Option nicht mehr verfügbar sein für Tickets, die nach dem 1. August 2022 ausgestellt werden. Programme werden teurer und das ist genau das, was ich sage. Also man heißt, ja, das ist das Problem. Die Leute haben das ausgenutzt wahrscheinlich. Sie haben, wie das so schön heißt, gehässelt den Hof. Zu viele haben diese Bezahloptionen genutzt, als One-Way-Flüge benutzt und damit hat die Chris Flyer natürlich dann jetzt Schluss gemacht, Singapore Airlines. Seid ihr davon betroffen? Wie findet ihr das? Und denkt natürlich daran, wie immer, meine Programme sind kein Bankkonto oder keine Aktiendepot, wo man auf steigende Kurse hoffen kann. Im Gegenteil, ihr müsst immer damit rechnen, dass die Kurse nach unten gehen. Das heißt also, dass eine Devaluation stattfindet wie hier. Wenn etwas vorher, ich gucke mal kurz in die Tabelle rein, wenn man da einfach mal guckt, wie viel Meilen man brauchte, dass dann halt aus Zone 2 von Zone 1 aus, anstatt 15.000, 17.000, anstatt 33.000 werden 35.000. Also das heißt, dass da halt durchgängig halt fast 10% erhöht werden. Und das ist dann natürlich ganz klar, ist wie man, als ob man von einem Bankkonto einfach mal 10% abziehen würde. Das ist das, was hier passiert ist. Ich hoffe, die Themen haben euch heute wieder interessiert. Ihr fandet es spannend. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff in der heutigen Folge. Denkt natürlich daran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und ganz, ganz wichtig zu kommentieren und uns ein Like dazulassen. Stammtische möchte ich auch wieder erwähnen, natürlich am 11., am 12. und am 13. Erst in München, dann in Berlin und dann in Hamburg. Ich freue mich, euch persönlich kennenzulernen. Hatte heute auch schon einige Calls und einer vom Call hat auch schon gesagt, nee, wir sehen uns am Montag in Hamburg. Also insofern, ich freue mich, wenn ihr auch dabei seid und wir uns in Hamburg auch sehen. Danke dafür und bis morgen zur nächsten Ausgabe von Frequent Traveler TV. Bis dann. Ciao.